Was denn? Na komm, hüpf mal hoch. Geht, was ist denn schon wieder? Was ist er denn? Ach, da hinten. Ja, ich gehe. Ach, jetzt hör doch mal auf und verpiss dich. Fatzpiep. Die machen aber auch immer einen Aufstand, die Leute, ne? Komm hoch, 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 Dickerchen, komm. Ja, da ist der Nächste, der auf uns schießt. Mensch, kannst du den nicht einfach mal töten? Du machst hier einen Aufstand. Was? Jetzt schießt der Nächste auf mich. Was habt ihr denn alle gegen mich? Au. Nein, du kannst ja eigentlich oben bleiben. Das ist okay. Knall den doch ab. Gibt Stau auf der Leiter, wa? Das hat sich jetzt für euch gelohnt. Ach, Kügelchen auffüllen. Und wo müssen wir jetzt noch hin? Da liegt auch noch einer. Und weiter geht die Hatz. Meter. Ich
bin aber auch wirklich tierlieb heute, ne? Mann, Mann. Sonst natürlich auch. Oh, ist das ermüdend, dieses Rumgehüppe hier auf dem... Dafür, dass du nur so drei von diesen Pulverfässern in die Luft sprengen sollst, ist das ja schon mal... Aua, jetzt war ich so schön da oben. Guten Tag. Halt's Maul. Natürlich. Wer? Ja, auf menschliches Schild muss ich mal achten. Was ist denn? So, aber nichtsdestotrotz, ich soll mich um die Pulverreserven kümmern. Och, ist denn jetzt hier, was ist denn mit euch? Ja, wie nah muss ich denn dran? Danke. So, ich geh mal, ne? Weil sonst geht er daran vorbei und rein in den Haufen. Ne? Jetzt soll er rein? Nee, da lassen wir uns Zeit. So, was ist denn mit dem? Lagerhaus ist leer. Ich hab das schon. Aber ich hab doch den... Ich verstehe das nicht. Ich hab doch den Schlüssel gekriegt. Wieso ist denn... Naja. Komm, nicht drüber nachdenken. Wir haben genug Waren. Es ist ja nicht so wie bei armen Menschen. Die sind aber schon ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach, weil es nicht sein kann, dass man in einer großen Stadt einfach mit Handgranaten wirft. Wir sind doch hier nicht in Bayern, verdammt nochmal. Unmöglich. Bist du hier drin, Hasenzähnchen? Nein. Wo bist du denn? Hallo? Hi. Hast du dich verarzten lassen? Immer noch nicht. Wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Gut. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Hm. Vorsichtig. Und natürlich. Ihr kennt den Rest. Wir wollen ja nicht, dass es wehtut. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Können wir jetzt gehen? Nein. Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein. Der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Korb.
Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumenschrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Ja, gut. Du schubst die Leute doch nicht so. Kannst du nicht mal vernünftig an denen vorbeirennen? Ich lenke ihn ab. Wen? Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Wüsste ich, dass ich euch so lange zurückiert habe. Ich mach Männer, die ihren Platz kennen. Wo ist denn der Typ? Ja, so ganz verstanden habe ich die Aufgabe jetzt noch nicht. Was soll ich mit dem machen? Umrunden, oder was? Und den dann von hinten töten. Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Wüsste ich, dass ich euch so lange schon radiert habe. Zurück. Ich mach Männer, die ihren Platz kennen. Oh, geht doch mal weg. Oh, Alter. Was ist denn das wieder für eine schwachsinnige Aufgabe hier? Und warum greift er den nicht an? Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Wüsste ich, nachdem ich das probiert habe. Oh, so ist es gleich zurück. Ich mach Männer, die ihren Platz kennen. Amigo mío, te tengo encañonado. Ja, keine Chance. Die schießen einen so runter, also das ist auch nicht der richtige Weg. Wie kriegt man denn diese scheiß Aufgabe gelöst? Mann, lauf doch einfach mal, du blöder Elefantenarsch. Mann, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt geh auf dieses blöde Boot und bring ihn um. Kann doch nicht sein. Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt eine Assassinin weniger. Welch ein Jammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein. Nee, das hat sie nicht gelohnt. Es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Könnt ihr dieses kleine Schiff hier angreifen? Wem gehört denn das? So, ich will euch ja nichts, aber die Templar-Kacke ist vorbei. Juhu! Und es ist jetzt Zeit genug, an Bord zu gehen und euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen. Und damit beende ich die nächste Aufnahme von Assassin's Creed 4 Black Flag und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer schaurig-feurigen Folge des Assassin's Creed Schlagers Black Flag.
Und wie ihr seht, wir sind mit einem neu ausgerüsteten Schiff. Wir haben nämlich die ein oder anderen oder den ein oder anderen Plan bei Unterwassermissionen gefunden. Gerade auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Da hinten in 470 Metern ist sie. Und hier nochmal ganz kurz die Karte. Wir haben ja doch schon relativ viel aufgedeckt. Hier oben waren wir ja sowieso schon sehr gut dabei. Und hier unten ja eigentlich alles nur fertig gemacht. Hier die Dinger, die Tauchgänge gemacht, damit wir die besseren Pläne für unser Schiff bekommen. Dann musste ich, weil die frech geworden sind, hier ein Fort einnehmen. Das habe ich auch mal eben fertig gemacht. Und interessanterweise hatte das einen Auftrag, der mich wiederum zu einem Schiffswrack hier unten gebracht hat. Das heißt, ich musste diese Mission zweimal machen. Einmal, um das Schiffswrack freizumachen und einmal als Assassinenauftrag. Das war ein bisschen seltsam. So, ein weißer Hai oder beziehungsweise der weiße Wal ist mir auch hier oben vor die Flinte gekommen und ja, ich habe ihn tatsächlich beim ersten Mal getötet. Also, wenn es ums Harponieren geht, ist euer Fussel ganz weit vorne. Ja, hier ist wieder Riesenstimmung. Mal gucken, was wir hier wieder machen müssen. Wir haben uns heute schon mit Kriegsschiffen anlegen müssen, aber das sind alles so Dinge, naja, die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Auf geht's in die nächste Mission. Hey, Barnett! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Wenn du nicht tot bist. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Warum rammen die den jetzt? Was soll das? KI? Was ist los? Also manchmal ist es ein bisschen seltsam. So. Wo liegen wir denn gerade? Hier waren wir doch schon mal, oder? Hier haben wir doch alles fertig gemacht. Liebt man euch denn nicht daheim? Nein. Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schweigen. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Ja. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Die sind tot. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Na klar. Kenway macht wieder. Wo Horschaden oder Heerscharen von komischen Leuten nicht so in der Lage sind, mach ich natürlich mal eben in einem Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Oh oh. Gut, hat doch eine Flagge. Und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Großsegel setzen. Aber langsam. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein,
Das ist auch schon jemand, der Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste.